So, willkommen heute zu einer weiteren neuen Klicker-Folge und zwar diesmal von Soda Dungeon, der auch wiederum 24 Errungenschaften mitbringt und mit dem ich gleich mal nachschauen werde, was und wie schnell ich denn die einzelnen Errungenschaften jetzt beim Anspielen bereits bekomme und damit direkt Start ins Spiel. Also, auf in den Soda Dungeon. It looks like some new friends want to join your party. Check the tavern after you complete level 70. Okay, ich glaube nicht, dass ich das so schnell hinbekommen werde. It is the becoming... Nee, it's the booming age of courageous adventures and dungeons bursting with riches. Okay. Sadly, you happen to be to coward without a penny. To your name, which makes raiding the Nerby Dungeon somewhat of a challenge. Okay, also ich hab nix. Sitting in a local soda tavern, you wonder if there could be a solution. Naja, gucken wir mal. An old ruined portal that seems to be inactive or broken. You should enter this somewhere. Ja. Nervt doch nicht. Achievements. Jawohl. The Legend of Dinner Boy. Hope you are hungry. Statistiken. Eine Minute gespielt. Mistiliari. Da habe ich noch nicht allzu viele gefunden. Logischerweise. Credits. Gibt es doch bestimmt gleich einen ersten. Okay, das heißt, unten blätter ich um, oben gehe ich zurück. Es gibt kein Credits Achievement. Und Items, Weapons, 1 von 6. Armor, 1 von 4. Schilde, 1 von 4. Und Special Items, 1 von 7. Okay, das gilt es alles noch zu entdecken. Na gut, also auf in die Taverne. Another slow night. At the tavern as you ponder your destiny, if only others could be persuading to do the adventure for you. Genau, ich mache mir nicht selber die Hände schmutzig, sondern andere sollen das gefälligst machen. Und du brauchst Koffein oder was? So, Junkie, I ain't scared to nobody. Ja. Okay, new business model. So, Junkies joined your party. Ah, okay. Meine Leute. Use the party screen to view your stats, change party order, remove a member or change equipment. But you don't have any equipment. Na super, let's see what we can find in the dungeon. Das heißt, den soll ich jetzt trotzdem losschicken, auch wenn er überhaupt nichts hat, der arme Kerl. Na dann. Oh, da hinten ist ein Loch in der Erde. This guy is really pumped up. He is in the mood for a fight. Okay, dann. You follow him into the dungeon. Ich gehe da mit. Progress autosave at the end of each trip. Go. Ich dachte, ich gehe selber gar nicht in den Dungeon. When it's your character's turn, use the icons at the top to select a skill. Right now, you only have a basic strike. Na dann. Strike. Juhu, Soda Jung. Click directly on an enemy to default to your normal attack. Ich habe noch 8 Lebenspunkte. Das heißt, du kannst im Moment gar nicht verletzen. Doch, jetzt habe ich 2 Lebenspunkte verloren. Das sieht nicht gut aus. Hey, I don't feel so good. Your health is low, but don't worry, defeat is just part of the process. Na super. Okay, das war's. Kriege ich Vincent? Oh my god, what I'm doing? I don't want to die. I have a wife and kids and... Ey. Okay, dann ab... Ey! Du hast doch das Zeug jetzt nicht gerade weggeschmissen, oder?
Your fighter left all his loot behind. Na super. Grab it and head back to the tavern. Okay, 13 Goldmünzen, 4 Enemies gekillt und die ersten Errungenschaften freigeschaltet. Beziehungsweise die erste. Mal schauen, was ist das jetzt genau? Complete your first dungeon trip. Super. Loot time. Keine Items. It seems an opportunity has presented itself. Maybe you should try it again. Was? Ich soll da nochmal rein? This guy is a soda addict, not a fighter. Use at least a sword. Aha, ja. Soda Junkie has joined your party. Sometimes these crazies being an item or two along with them. Check your equipment in the party screen or head back to the dungeon. Ja, ich habe ja immer noch kein Equipment. Meine Güte, ist das pixelig. Ich dachte eigentlich, ich produziere Soda und nicht, dass ich in die Dungeons rein muss. You can hire up to 5 party members. Make sure to purchase tools and tables or they will never show up. Na, prima. So, immerhin hat er 14 Lebenspunkte. Und ich bin zumindest einen Schritt weiter. Aber mal sehen, wie viel der drauf hat. Es werden mir nicht mal die Lebenspunkte von denen angezeigt. Was ist denn das Auto auf? A Chicken! Okay, das Chicken hat mich umgebracht. Ich habe ein Holzschwert gefunden, sehr schön. 7 Enemies getötet. Talk of your questing has spread. It looks like some people in the tavern would like a word with you. Naja. Okay, da haben wir gleich schon den ersten Schmied. Shopkeepers, Greetings, Adventures, Patron. I have no place to set up shop. Shopkeepers, perhaps you could purchase some space for me from the owner. Okay. Use these salesmen to purchase new items for your quest. Don't forget to use the tops to switch between category. Okay. Wooden Sword, Wooden Shield und Stone of Sight. Held Item lets you see enemy HP during... Ach! Sehr lustig. Okay, wie teuer sind die? 5 und Rüstung gibt es noch keine. You cannot sell items until the salesman has a store. Liquidate. You cannot sell items until... Okay. This option will be available when the portal outside is active. Na schön. Also, was muss ich tun, damit du hier irgendwelches Zeug abgeben kannst, beziehungsweise ich den Platz bekomme? Invest in S-Tools und Tables to seed more adventures. You can hire up bis zu 5 Party Members for each trip. Increasing your reputation while attract high profile customers to your equipment. Also, Tools. Beyond Stools, the first 50% chance attracting a patron to hire. Das kann ich mit dem kaufen und maximieren kann ich es gleich mit echtem Geld. Hier das gleiche. Super. Also Reputation plus 10 Armor. Also Salesman to offer strong items for your adventures. Ja, 50 habe ich jetzt aber eh noch nicht. Das heißt, das ist alles noch viel zu weit weg. 2100 Reputation plus 25. Ich stelle also 35 direkt in Patron to hire. Okay, eins von den Stühlen habe ich jetzt schon. Dann kaufe ich da jetzt mal noch einen dazu. Stools and tables mean more adventures to choose. Okay. Der kostet jetzt auch gleich schon 50. Wizards can warp you farther into the dungeon.
Okay. No ads. Maxed out. It's a brutal market, kid. Be thankful we can set up shop at free here. Ja. Es ist wahrscheinlich, weil sie das auf Steam haben, dass sie die Werbung bereits deaktiviert haben. Sodas. Even with a high reputation, you may only attract certain customers with the right soda. So, das sollen ja eigentlich die Sachen dann später sein. Okay, kostet auch nur eine Unmenge Kohle und der erste ist schon maximiert. Und very important, this menu will be available after completing level 50. So, für dich habe ich jetzt hoffentlich... So, der kostet zumindest keine Kohle. Soda Junkie has joined your party. Out-equip them with your best gear. Yes. Always out-equip your new party members. This can be toggled in the option menu. Yes. So, bye. So, Schwert habe ich jetzt für den schon. Das heißt, ich kann dir noch ein Schild kaufen. Und natürlich einen Stone, damit ich wenigstens sehe, wie viele Lebenspunkte wir haben. So, hast du das jetzt auch gleich bekommen? Nee, noch nicht. Held Item. Let's you see enemy up him during battle. Ich hoffe, dass du das Zeug nicht gleich verbrauchst. So. Du hast einen Stuhl als Verteidigung. Das heißt, bekomme ich dann jetzt die anderen Sachen. Okay, Ausrüstung habe ich noch keine. So, dann nächste Runde. Use Auto Combat in the Options Menu to make your team fight on their own. Okay, Auto Off ist das da. Zwei Herzpunkte. So, das heißt, drei schaffe ich jetzt auch mit einem Schlag. Dann können die mich schon mal nicht verletzen. So. So, dann kann ich das Vieh gleich als erstes erledigen, während das andere dann hoffentlich nicht allzu viel Damage erzeugen kann. So, zweimal kann er mich treffen. Und hinüber. Hey, der hat irgendwas droppen lassen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer... hier kann ich das nicht anschauen. Weil jetzt wäre es eigentlich nochmal interessant zu gucken, wer kann denn wie viel Damage machen. Die machen auf jeden Fall beide nur eins. Dann komme ich noch ein Stück weiter. So, das Huhn lasse ich mal nicht ran. Der macht zwei Schaden. So, dann machen wir das Huhn wieder als erstes. Dann die Ratte und... So, Huhn als erstes und ich bin hinüber. Jawohl. 58 und wieder ein Holzschwert. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der das Zeug. If you want to know how to attract new patrons to the tavern, click the Fragezeichen Item. Soda Junkie. Okay, den habe ich bereits. Requirements: Dr. Slurp. Dungeon Mist: 100 Tavern. Dr. Slurp. Dr. Slurp war ein Soda. Ja, dieser Soda. Okay, aber das sind zweimal Soda-Junkies, die mir auch noch nichts kosten. Und der hat jetzt auch gleich das Schwert bekommen. Aber für den wäre jetzt noch sinnvoll, noch einen weiteren Schild zu kaufen. So, dann lass doch mal gucken, was ich hier noch kaufen kann. So, einen weiteren Schild. Einen weiteren Stone brauche ich nicht. So, dann kann ich ja für die nächste Runde zumindest schon noch einen weiteren Stuhl kaufen. Genug Kohle habe ich jedenfalls. Dann kann ich das nächste Mal schon mit drei Leuten starten. Und hier muss ich noch das Item austauschen. Okay,
Also, auf in die nächste Runde. So, wie genau läuft es jetzt? Können beide angreifen, bevor die anderen angreifen können? Ja, sehr schön. Das heißt, ich kann zwei Monster killen, bevor ich einmal angegriffen werde. Und ich habe sogar einen Crit gehabt. Mal gucken. Okay, das Geklimpere brauche ich nicht dabei. Wahrscheinlich habe ich erst verloren, wenn beide draufgehen. So, das heißt, die kann ich jetzt beide ziemlich leicht machen. So, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt Auto mache. Okay, Auto ist hier im Moment noch nicht so sinnvoll, weil dann greifen sie mir eventuell die Falschen an. Und dann habe ich unnötig viel Schaden, wenn ich das so minimieren kann. So, einer fehlt noch. Oh, 30. Mal gucken, wie viel Schaden? 3 Punkte. Das könnte knapp werden. Aber knapp geschafft werden. So, noch eine Runde und ich habe ihn erledigt. Jawohl. So, mein erster Boss ist zu Ende. Ich bin Level 10. Big Treasure. 49 Gold, ein paar irgendwas. Oh, das wird jetzt gleich heftiger. Wie viel Schaden macht der? Boah! Naja. 149 Gold und ein Holzschwert. So, dann habe ich jetzt wenigstens gleich 3. Higher, higher, higher. Alle Holzschwerter. Hier brauche ich noch ein weiteres Item. Was hast du denn Neues für mich? Ein User per Fight, Target Heals 1 HP. 25. Aber 2 Stück kann ich davon auf jeden Fall mitnehmen. Und ich brauche noch ein Schild. Ausrüstung habe ich noch keine. Auf jeden Fall ist es schon recht lustig. So, Schild noch ausrüsten. Switch. Click on 2 party members to exchange their places. Nee, muss ich nicht. Partybonus ist gar keine. So, dann gleich mal noch hier die Dr. Slurp. Max out. So, und noch ein... Okay, weiteren Stuhl kann ich nicht kaufen. Da kann ich auch nichts kaufen. Ich kann Armory kaufen. Allows the Salesman to offer strong items for your adventure. Oh ja, das kann ich aber erst beim nächsten Mal benutzen. Dann kriegen die wenigstens endlich eine Armor und 8 HP dazu. Naja, beim nächsten Mal kaufe ich dann ein bisschen mehr. Damage is one target. Ja, mit wie viel? Okay, aber erstmal die nächste Dungeon-Runde. New Adventures to Hire. Upgrade Talon. So. So, jetzt kann ich schon mal 3 Monster killen, bevor sie mich angreifen können. Ja, da ist auf jeden Fall dann praktisch, wenn ich bald einen Wizard habe. Okay, Level 50 ist dann in diesem Verhältnis. Das heißt, die nächste Runde werde ich dann hoffentlich auch nach Level 10 noch ein bisschen überstehen. Weil bei dem Schaden, den der vorhin angerichtet hat, das, ja, da überleben auch meine 3 Helden aktuell noch nicht sehr lange. Hat es eigentlich irgendeine Auswirkung, wie hell oder dunkel die aussehen? Drei abgezogen. Genau, noch ein paar Crits, dann ist er in der nächsten Runde schon hinüber. Aber leider nicht genug Crits.
Naja, aber so ist er auch hinüber. Bam bam. Pinke Treasure. Okay, aber außer Gold geht da auch nichts weiter. Hey, was denn das für ein Ding? Ah, Moment. Ich hätte ja noch meinen. Moment, hätte ich den jetzt noch heilen können? Nee. One use per battle. Das mit dem One use per battle ist. Okay, ich kann ihn dann heilen, statt zu kämpfen. Und da ist jetzt das andere. Aber das heißt, ich kann ihn einmal verwenden. Dafür wird er dann direkt angegriffen. Aber ich kann ihn auf jeden Fall mehrfach verwenden. Jetzt eh nur angreifen. Wieso habe ich ihn jetzt? Ach, weil der andere weg ist. Jetzt kriege ich keine Anzeige mehr über die Schadenswerte von dem. Das ist ja unpraktisch. Tja, jetzt kann ich leider keinen Heilstone mehr einsetzen. Ha, aber ich habe den noch besiegt. Naja, aber jetzt ist es dann gleich vorbei. Achso, wenn der jetzt beide angreift, dann ist natürlich auch nichts geschafft. So, du bei dem. Und du musst den da heilen, sonst ist es vorbei. Tja, für dich ist auch vorbei. Naja, immerhin. Ist ja schon mal ganz lustig. 207. Hey, da habe ich jetzt die. Boah. Aber ich hoffe, die kommen dann immer wieder. So, die haben jetzt 15 zu 3. Haben also schon mal mehr. So, der Deck not a fighter. Use at least the sword. Have a wagon that knows home to defend himself. Higher. Bekommen die jetzt schon die andere Ausrüstung? Okay, das heißt, sie sind sozusagen aus etwas besser. Und der ist der Soda-Junkie weiterhin. So. Das heißt aber, ich muss jetzt hier noch ein paar Sachen besorgen, um die besser auszustatten. So, drei Rüstungen. Dann Metallschwerter. Oder beziehungsweise Eisenschwerter sind es ja erstmal. Und was gab es hier jetzt noch? Damage One Target. Was bringt mir das denn, wenn ich sowieso mit dem anderen Ding angreife? So, dann erstmal die jetzt wieder ausrüsten. Damit haben die auf jeden Fall gleich schon mal deutlich höhere Werte. Und die Angriffs- und Verteidigungswerte werden noch etwas besser. Okay. So, dann mal schauen, dass ich das restliche Zeug liquidate. Items, quantities will be reduced to the max equivable you will earn 0 gold. No. Sell. So, die brauche ich ja nicht mehr. Bottle. Weil was soll ich mit den Teilen? So, kann ich eins verkaufen, kann ich auch alle gemeinsam verkaufen. Okay. So, dann für die nächste Runde, damit ich dann möglichst bald meine Party voll bekomme.
Ja, kaufen wir mal. Ja, für den Tisch reicht es schon gar nicht mehr. Nee, wo war das? Das war doch hier irgendwo in der Hilfe, ne? So, Dungeon Mist. Ich brauche als nächstes einen Dungeon Mist. Das sind so da, das Ding da. Tja, wenn ich jetzt wenigstens wüsste, wer da wen normalerweise angreift, dann könnte ich das wahrscheinlich geschickt so einsetzen. So, aber den kriege ich jetzt eh mit einem weg. So, der ist jetzt wahrscheinlich auf der Zweierposition und würde alle beide angreifen. Mal gucken, ob ich den jetzt verteidigen kann. Achso, lohnt sich natürlich nicht. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Weil nur wenn entweder der Typ überlebt oder natürlich der Boss stärker ist als eine Runde. So wie hier zum Beispiel. So, dann kann ich jetzt mal testen. Den ersten Verteidigung und die anderen beiden machen zwei von denen platt. Ja, die greifen irgendeinen an. Das bringt mir also so nicht wirklich was. So, dann heile ich den jetzt mal noch. Nur schon mal für alle Fälle, weil ich kann das ja jede Runde benutzen. Und jetzt geht's dann los, den platt zu machen. So. Oh, ich habe einen Iron Armor gefunden. Sehr schön. So, 20 Lebenspunkte hat das Teil. Nochmal. Tja, wenn der nächste schon eine Stufe höher wäre. You have encountered a fork in the road. Alternate paths can contain traps or treasures. If you are not feeling brave, just stay on the current path. Oh, stay on the current path. Na, das will ich mir nochmal anschauen. Bonus-Treasure. Coole Sache. Hätte auch einen verletzen können. Infekt, das ist nicht gut. You have been poisoned. You will take damage each turn until wears off. Certain items can heal or prevent this effect. Na, sehr schön. So, der braucht jetzt erstmal eine Heilung da unten. Der ist weg. So, du kannst eh nicht heilen. Dann warte ich noch eine Runde und hoffe, dass du den klein bekommst. Ein nächster Boss. So, du heilst doch jetzt bitte mal den da testweise. Aber eine Cure ist es auf jeden Fall nicht. Boah. Noch einen und der geht drauf. Okay, jetzt ist er zumindest nicht mehr in der Form gefährdet. Aber der andere. Nee. Nach welchem Muster greifen die denn bitte an? Da kann man sich doch überhaupt nicht mit der Abwehr vorbereiten. Das ist doch überhaupt nicht sinnvoll. Oh, gleich zwei Giftmonster. So, einmal heilen. Infekt. Ja, super. Hat dann wieder angesteckt. So, du musst jetzt auf jeden Fall nochmal durchhalten. Du musst den da unten heilen und den da oben killen. Noch einen angesteckt. Boah, jetzt stirbt er schon mit 6 Punkten jede Runde. Das heißt, das wird nicht mehr lange gut gehen.
So, dann erstmal den unten noch geheilt, damit er vielleicht noch eine Chance hat. Okay. Upp, ein Turtleschild, Iron Armor und Green Slime. Neue Errungenschaften. Discover and explore an alternate path in the dungeon. Habe ich gemacht. 430 Goldmünzen. Hey, was ist das denn? Use this signpost to access the daily challenge arena. Compete in tournament matches to earn extra rewards. Complete Level Dungeon to Unlock. Haha, sehr. Boah, Level 350. Okay, es geht in die Richtung. Naja, die steht aber noch nicht zur Verfügung. Was haben wir denn da? Gladiator Psst Stranger. Did you notice the signpost outside? Ja, habe ich schon gesehen. Follow it to the arena and compete for some quick rewards. Ja. As for me, I'm currently researching some business opportunities. Check back with me later. Okay. So, hast du hier irgendwas Neues? Nee. Wieso sind denn jetzt die... Nee, oder? Das heißt, den muss ich jedes Mal neu engagieren. Aber immerhin werden sie gleich mit den besten Sachen ausgestattet. Das heißt, da muss ich jetzt nicht allzu viel machen. Okay, dann kann ich aber jetzt auf jeden Fall den nächsten freischalten. Dungeon Mist. So, und die Taverne soweit vergrößern, dass ich hoffentlich jetzt einen weiteren dann für die nächste Runde bekomme. So, Wizard. The Wizard can warp you farther into the dungeon. Den nehme ich auf jeden Fall auch schon mal. Mal gucken, wie und wann der was bringt. Ha, da ist er. Hallo, Child. Ey, ich bin kein Kind mehr. Hier, ja, mach hier nicht so einen Käse. You will only make it to the end of the dungeon if you make use the power I possess. Jawohl. I'm afraid that this quest is more important than you can understand right now. But for now, please let me know how I can help. Warp. Level 11, Level 1. 10 Goldmünzen. Dafür, dass ich dann da gleich drauf gehe, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Und die sind noch nicht freigeschaltet. Okay. Dann muss ich da erst noch ein bisschen kämpfen. Ah, das kann ich dann auch von hier aus. Nee, machen wir mal die erste Stufe erstmal noch. Gleich schon wieder angesteckt. Das kann echt nicht wahr sein. Oh, ein roter Ork mit 40 Lebenspunkten. Mal schauen, wie viele... Nicht ein Schaden, der macht ziemlich viel. Schon wieder bleibe ich bei links oder nehme ich diesmal rechts? Gucken wir mal. Ha! Bonus-Treasure, 49 Goldmünzen. Oh, nicht schon wieder. Giftpilz. Kann ich eigentlich, wenn ich den Dungeon verlasse, you will keep your items and gold, but lose your party member. Okay, na dann lohnt sich's ja nicht, wenn ich die dann trotzdem verliere. Also, kämpfen bis zum bitteren Ende. Tja, viel kriege ich da jetzt nicht mehr zusammen. Aber beim nächsten Mal habe ich ja dann jetzt einen Partymember mehr, hoffentlich.
zweimal Highstone, eine Battle Axe Conscript. She's familiar with adventuring for price 50. Und zwei von denen. Na, immerhin einer mehr, aber ich habe hier immer noch keine neuen Ausrüstungsgegenstände. Jetzt könnte ich zumindest den mal ausprobieren und mal schauen, was das genau bewirkt. Okay. So. Schilder habe ich jetzt eh keine. Äxte hab's. Wie viel hat der? Die hat 4. 5% Crit Chance, 10% Crit Chance. Für plus 100 Damage. Das sind auch Prozente, oder? So, also. Held Item. Das ist. Ja, was soll. Ah, okay, damit geht die HP noch hoch. Das ist natürlich noch praktischer. Und einmal dich ausprobieren. So, jetzt habe ich dann zwar nur noch eine Heiler drin, aber das ist okay. When 4 or more members are in your party, you will surround the enemy. Make use of back attack for 1,5 damage multiplier. Oh, okay. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die andere hinten hinstellen können. So, dann kann ich jetzt mal testen, wie. Rock choose target, one use per battle. 10 Schaden. Hat jetzt auch nichts mehr gemacht, als die andere auch gemacht hat. Und? Oh, alle noch komplett gesund. So, wenn ich dich jetzt defenden lasse, dann kann ich dich nämlich erstmal heilen. Und kann mit dem dann die Runde beenden. Oh, jetzt hast du den nach hinten angegriffen. Das ist aber nicht nett. Ambush! You have been ambushed. Enemies attack first, but you will have higher gold and item and find stats for this battle. Ja, dann schalten wir doch am besten erstmal den aus. Boah, Kritz! Dann schauen wir doch gleich mal, dass ich den da auch. Na, aber da war kein Krit dabei. Boah. Okay, die beiden Verteidigungen. Damit ich dich heilen kann und du die Runde beendest. Und wieder links, wieder rechts, wieder rechts, wieder links. Naja, vielleicht sind die Treasures, die fallen ja am Anfang noch nicht so wahrscheinlich. Okay, da unten ist wieder der Pilz, den muss ich als erstes beseitigen. Und wen heile ich denn da am besten? Die hatte doch sogar 55. Ja, jetzt wird das Leben langsam knapp. Der ist schon mal weg. Und jetzt weiß ich nicht mal, wie viel Schaden die anrichten kann. Dann heil doch mal bitte die nochmal. Ja, bevor du dann drauf gehst. Mal sehen, ob ich. Hey, ich habe sie noch klein bekommen.
Was ist das? Ein Fire Gem. Was mache ich damit? Oh. Ich stelle mich dem Kampf in den Niederungen der Hölle schon. Ein blindes Feuerhuhn, oder was ist das? Feuerspinnen. Letzter Angriff. Und ab nach Hause. 761 Gold. Und einen Stein habe ich auch noch gefunden. Na gut. Tausend Goldmünzen. Naja, schaue ich erstmal, dass ich hier... Boah, jetzt habe ich nur noch drei wieder. Aber auf jeden Fall immer zuerst die Leute einsammeln. So, hier habe ich immer noch keine neue Ausrüstung bekommen. So, das heißt, hier brauche ich auf jeden Fall mal mehr Platz, damit ich auf jeden Fall mehr Leute bekomme. Und damit sie ein bisschen billiger werden. Prozent Boost to HP. Okay, so viel habe ich nicht. 500, 100. So, Refresh Option is now available in the top right corner of Tavern. Refresh the Tavern Patrons, it will cost 40. Ah, okay, das heißt, dann kriege ich nochmal mehr Leute. Yes. Okay, dann kann ich dich rausnehmen. Okay, nee, dich kann ich nicht rausnehmen. So, ihr seid 24, du bist 47. Switch. You can't hire more than 5 party members. Ja, habe ich jetzt leider einen zu viel. Ah, ich kann ihn rausschmeißen. Sehr schön. Ja. Sehr schön, dann habe ich jetzt bessere Ausrüstung. Beziehungsweise besser ausgerüstete Leute. Okay, was mache ich mit dem... Okay, der schädigt die gesamte Gruppe. Das ist hilfreich. Okay, da brauche ich noch ein vernünftiges Schwert. So, bitte verwenden. So, Schilder. Hat jetzt bloß er noch kein besseres. So, wie mache ich das jetzt? Okay, davon habe ich jetzt eins. Einen brauche ich auf jeden Fall, der mir die Monster anzeigt, weil das will ich wissen. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wer von euch nämlich nachher dem im Rücken steht. Hoffen wir, dass das so eine gute Mixtur gibt. Okay, dann steigen wir mal in die 10 ein. So, mal schauen, wie viel dieser Stone letztlich macht. 10 für jeden, sehr schön. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil dann kann ich die schon sehr früh schwächen. Wow. Nein, eine Poison Trap. Oh mein Gott. Und dann noch ein Ambush. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
So, jetzt müssen wir überlegen, wie ich das mit der Heilung hinbekomme. Noch ist es nicht akut, also lieber noch ein paar ausschalten. So, bei dir ist es jetzt schon ziemlich akut. Okay, inzwischen sind sie jetzt alle soweit geheilt, also beziehungsweise die Poisons kuriert, aber noch eine Heilung. Ich habe gar keine weitere Heilung. Beziehungsweise der letzte, das ist natürlich dann unpraktisch, weil ich muss eigentlich den letzten hier angreifen lassen. Oh, die große Fliege wieder. 75 hat sie. Und schon wieder ein Boss. 80 Punkte. Pyroblast. Super. You have been burned. You will take increasing damage for a short period of time. Na super. Oh je. Pyroblast, auch on fire. 4! No. Hey, aber ich krieg dich noch klein. Tja. Noch ein Firestorm. So, Heilung. Ein super duper Golem. Boah. Das wird nichts mehr. Okay, alle wieder zu Hause. 4 Fire Gems, ein Flame Sword, ein Swiftblade. Ja, Wahnsinn. Das ist ja mal Ausrüstung. So, das heißt, ich darf jetzt nur 3 Leute verwenden. Sonst werden die mir vorher wieder weggenommen. So, Taverne. So, dann machen wir doch mal noch ein bisschen Discount drauf, damit die ein bisschen billiger werden. Also 45, 45 und 22. Was hast du denn jetzt schönes? 8. Nicht schlecht. So, dann habt ihr. Aber ich will einfach auch sehen, wer denn. In diesem 3 vs. 3. Und dann am besten noch eine Heilung mitnehmen. Hey, du hast neue Ausrüstung für mich. Okay, davon habe ich ja jetzt schon mehr als genug. Da kommst du leider etwas spät. Also, zum Abschluss noch ein Daily Challenge Arena. Samurai is a very important purchase. It offers item. Ja, okay. Okay, alle haben 25. Dann erstmal Burning. Und dann geht es gleich richtig zur Sache.
Okay. Das heißt, auch das hat einige Level mit sich. Gut, dass ich noch eine Heilung eingesteckt habe. Wobei ich natürlich mit 3 Feuersteinen hätte ich die auch immer schon weggemacht. Das wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. So, letzte Runde. Und 1000 Goldmünzen. Ich habe eine neue Errungenschaft als Gladiator. Gut. Der Job complete. Your remaining party members congratulate each other and part ways. Ja, hauen schon wieder ab. So, das ist wieder in 3 Stunden verfügbar und. Aha, das heißt, ich hätte auch gleich mit einer höheren Stufe einsteigen können. So, das sind die ersten 3, die ich abgeschlossen habe. Das erste Mal einen Dungeon vervollständigt, dann die unterschiedlichen Pfade und Gladiator. So, Statistiken. Ja, das ist jetzt eine Stunde. Bestiarium, Catacombs, Ratten, Snails, Rabbit, Chicken, da gibt es noch ein paar andere. Oh ja, die habe ich alle schon kennengelernt. Fire Cavern, der Phönix, da gibt es auch noch einige. Drops haben sie auf jeden Fall keine speziellen zu bieten. Aber der Troll zum Beispiel, genau, der hat schon was gedroppt. Der hat einen Stein gedroppt, passt ja dazu. Und was habe ich noch? Die Credits und die Items. So, da habe ich jetzt schon einige gefunden. Aber da gibt es natürlich noch eine... Oh, die haben dann verschiedene Level auch noch. Dungeon Level 100. Okay, das heißt, da gibt es dann neue, hochstufigere Ausrüstung. Und genau, die Special Items, die haben nicht mehrere Stufen. Aber da gibt es auch noch einige mehr. Ja, soweit die erste Folge zum Soda Dungeon. Wobei der jetzt gar nicht so stark eine Klickermechanik hat. Also zumindest habe ich jetzt kein Element, wo irgendwie viel Klicken viel hilft. Aber mal schauen, wie ich hier dann noch weiterkomme. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.